Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch König in Ketten von Michael Turner vorstellen. Aus dem, wo steht's? Blanverlet Verlag. Das zeige ich so explizit, weil ich bei einer Challenge mitmache für den Blanverlet Verlag. Und ja. Also, in dem Buch geht es um einen Jungen oder junger Mann, welcher durch seine Reederei, also er beschwert sich über den König, über den Rego heißt es hier, und wird da deswegen in ein Strafarbeitslager geschmissen. Und er sagte halt, er wäre der bessere König als der Rego, also als der jetzige Rego, und wird alles besser machen und so. Und deswegen landet er halt in den ins Eiserne Hochland. Und ja. Also das Buch kostet 13,99 €. Hat 505 Seiten und ja, es hat ziemlich viele komische, also nicht komisch, sondern alte Wörter drin, die ich so vorher gar nicht kannte. Und es spielt auch in so einer ja, mittelalterlichen Zeit, wobei es spielt aber in einer alternativen Welt. Es gibt leider keine Karte oder so, dass man das, wo ich jetzt zeigen könnte, so. Und die ersten 100 Seiten zeigen eigentlich nur, wie Dane, das ist der Hauptcharakter, eben dieses, also auf den ersten Seiten wird erklärt, gezeigt, wie Dane in dem Gasthaus eben seine Meinung kundtut und dann eben verhaftet wird. Und dann hat man so auf den nächsten 100 Seiten etwa seine Vergangenheit, wie er aufwuchs und wie zu einem Todmacher wurde, beziehungsweise zu einem Todmacherlehrling. Und also ein Assassin eigentlich, ein Assassine, Söldner, sowas. Und erst nach den 100 Seiten erfährt man dann, wie er jetzt in den Eisernen Hochlanden zuerst mal hinreist mit den anderen Gefangenen. Und das muss man sich so vorstellen, dass das eigentlich ein riesiges Gebirge ist. Und wo es auch ziemlich kalt ist natürlich und wo auch so Gefahren herrschen wie Schneestürme, Felslawinen, normale Lawinen und einfach ziemlich kalte Luft herrscht. Und dass auch die Gefangenen statt in ihren komischen Karren, in dem sie die ganze Zeit sind, nachts draußen schlafen müssen, während die ganzen Wächter halt drinnen schlafen und lauter so Sachen. Und dann auf den nächsten 200-300 Seiten erfährt man eben über das Leben in den in diesem Gebirge und dass er dann auch, also Dane und Morilak, das ist ein Mitgefangener, müssen beide eben in die großen Tiefen. Heißt das große Tiefen? Ich glaube ja, große Tiefen, irgendwie sowas. Es ist so ein Minenschacht, aber dort müssen sie keine Erze abschöpfen, sondern solche Tiere töten, um daraus wiederum Leder zu gewinnen und auch Drogen. Denn in diesem Land gibt es eben, das heißt auch Lederland, ist der größte
Einnahmequelle eben das Leder von diesen Tieren. Die Zecken werden sie einerseits genannt von den, ja, von allen möglichen Leuten, aber eigentlich heißen sie Hypatore, irgendwie so. Und ja, daraus wird eben dieses Leder gewonnen und auch diese Drogen, die eigentlich jeder in dem Lederland nimmt, schon als Baby an bis zum hohen Alter. Und normalerweise wissen die Leute gar nicht, woher dieses Cardim, so heißt das, halt herkommt. Und so erfährt man das halt, dass das aus den Tieren irgendwie gewonnen wird. Ich glaube, aus den irgendwelchen Drüsen, die sie dann rausschneiden oder so. Und erst ab Seite 400 etwa, als ihnen die Flucht aus diesem Gefängnis gelingt, erfährt man, also wird Dane erst zum König, beziehungsweise will den alten Rego und seinen Hofkanzlist stürzen. Ja. Buch ist sehr gut. Es ist so in einzelne Kapitel unterteilt, wo in dem jeder Charakter so seine Sicht, ja nicht erzählt, aber halt so aus jeder Sicht von dem Charakter ist das halt. Also ich meine, hier zum Beispiel steht halt Dane. Und das ist dann wieder aus Danes Sicht oder mal aus der Sicht oder aus der Sicht vom Feind auch. Das Buch ist sehr gut. Mir hat es gut gefallen, ja. Es hat manchmal eine komische Schreibweise, die mir nicht so gefällt, aber ja, das ist halt Geschmackssache und mir persönlich gefällt das nicht, aber vielleicht ja anderen Leuten. Aber die Story an sich, die ist gut. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen und ja. Der Autor hat auch noch zwei andere Bücher geschrieben. Welten oder Gottbettler und noch irgendwas, was zu dieser Welt, also zu diesem Universum dazugehört. Was sich eigentlich auch ganz interessant angehört hat, aber das hier finde ich cooler, dass ja, das hier war, hat sich cool angehört. Und Geschichte an sich oder das Drumherum finde ich auch sehr interessant. Den habe ich jetzt so noch nicht gelesen. Könnte man auch als High Fantasy bezeichnen. Und ich fand auch das Cover hier ziemlich cool. Bin gerade am Überlegen, was ich noch so erzählen könnte. Ich glaube aber, das war es soweit, sonst habe ich zu viel erzählt und zu viel verraten. Das wäre ja nicht schön. Also würde ich sagen, mir fallen hier die Haare runter.
Also würde ich sagen, das war's erstmal mit Königinketten von Michael Turner. Ich finde es schade, dass der Schluss so plötzlich ist und irgendwie so, ja, so schnell kommt. Also der Autor schreibt viel über dieses Gefängnis, in dem sie arbeiten, oder Straflager. Und dann auf einmal ist alles gut und sie machen eben so ja, eine Revolution und greifen den Palast an und so. Und es ist alles so schnell und halt in die restlichen 100, 150 Seiten gequetscht. Ja, fand ich ein bisschen schade. Dann hätte man lieber noch einen zweiten Band machen sollen oder keine Ahnung. Naja, also ich würde sagen, das war's dann erstmal mit, wie gesagt, Königinketten. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr mir Kommentare schreiben würdet, wäre auch schön. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, bis zum nächsten Mal dann, eure Anna.